Yo, ist Mr. Mike. Heute mal mit dem Reaction-Video zu Bronny James Jr. Official Mixtape Volumen 1 von Ball is Life. Bronny James Jr. ist ja, wie man vielleicht raushört, der Sohn von LeBron James. Und der ist doch schon sehr gehypt im Social-Media-Bereich. Ich frage mich halt immer als erstes, wenn ich halt die Namen von ehemaligen NBA-Spielern höre, derzeitigen NBA-Spielern, hat er sein Fame dadurch bekommen, weil er wirklich so gut spielt, oder sind die Leute auf ihn aufmerksam gemacht, weil er halt der Sohn von jemandem ist? Ne? Das ist immer so das Erste, was ich ihn frage. Und dann gucke ich mir an, okay, hat er was drauf, hat er nichts drauf? Ist ja so. Weil ich finde es halt nicht cool, wenn Leute alleine schon wegen dem Namen halt den Hype abbekommen, aber bei Michael Jordans Sohn zum Beispiel hat es überhaupt nicht funktioniert. Ne? Kennt jemand von Michael Jordan einen Sohn? Weiß jemand, wo der spielt? Ob die überhaupt spielen? Weiß keiner was. Die waren anscheinend überhaupt nicht gut genug. Also was ich gesehen habe, Jahre her, nee, da war nicht so der Hit. Egal. Was ich bei Bronny James Jr. auch immer mitbekomme, sein Papa ist ja immer mit am Start bei den Spielen. Also wenn er es natürlich schafft. Das ist eine coole Sache. Du merkst halt, er kriegt volle Unterstützung von zu Hause. Ist eine Ballerfamilie. Geile Sache im Zusammenhalt, so auch im B-Ball-mäßigen Bereich. Was gibt Schöneres, als mit dem eigenen Kind Basketball zu spielen? Ne? So, wenn da die Liebe, der Funke übergeht, Hammer, der Hammer. So, genug gelabert, ich lasse das Mixtape mal laufen. Wir geben uns, was er so raushaut. Ist schon krass, dass er hier slammen kann. Er, wie alt war er da? 15, glaube ich, oder? Zu diesem Zeitpunkt ist schon ein bisschen älter, dieses Footage. Ball is Live müsst ihr auch kennen, oder? Könnt ihr gerne vorbeichecken, auch immer geile Mixtapes am Start. Geiler Soundtrack auch. Die haben gute Mucke. The Artisans. Den hat er nicht gestopft, den hat er probiert. Genau, das weiß ich auch noch. Das war ein Dankversuch, einer seiner ersten. Das ist aber auch cool zu sehen, wie du siehst, wie die Jungs sich da entwickeln, auch bei LaMelo Ball zum Beispiel. Oh shit, Nectar Ankle Breaker, Alter. Okay, also kam mit rechts und mit links. Sehr wichtig, sehr schön. Schickes Hacken. Netter Touch. Krass, dass er die Null hat. Ob das eine Bedeutung hat, warum er die Null hat? Jahrgang ist er 02, oder? Also 2002, denke ich, glaube ich. Wenn ich falsch liege, bitte kommentieren. Ah, das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Der ist nicht egoistisch unterwegs. Das ist wirklich, wenn der Point Guard spielt, dann ist der wirklich sehr auch übersichtlich. Der weiß, was so geht, wo seine Teamkameraden stehen. Kein Ego-Zocker. Es ist eh krass, wie die Kids da athletisch unterwegs sind in der Highschool. Da sind 14-Jährige unterwegs, die stopfen da between the legs in einem Fast Break. Was ich da alles schon gesehen habe. Behind the Back letztens eingesehen. Alter, in der Highschool stopft der Typ den Behind the Back. Ich hab gedacht, die sehen richtig. Ich hab abgefahren. Und dann hast du immer die Leute schreiben, was geben die Eltern denen zu essen? Da hab ich auch gewissen. Alles am Start, Steal, Steals, Blocks, Assists, Ankle Breakers. Ey, Mann, hey, war ein besseres Vorbild als sein Papa, hä? Kann man ein besseres Vorbild haben? So. Oh, oh ja. Der Böse. Nice. Schönes Ding. Ja, wie gesagt, er gibt da Feedback. Was denkt ihr, wird er auch eines Tages mit LeBron James, Papa und Sohn vereinen in L.A. spielen? Sind ja auch immer so Gerüchte, was im Internet immer kursiert? Was im Internet herumschwirrt an Gerüchten? Wisst schon, was ich meine. Wäre eine geile Sache, ne? Vater und Sohn vereint? Gab's glaube ich auch noch nicht. Gab's das schon mal? Ich glaube nicht, ne? Würde ich sehr feiern. Das wäre auch einzigartig. Coole Sache. Ja, Feedback geben. Was haltet ihr von ihm?
Hype oder hat er wirklich was drauf? Ist er nur bekannt durch seinen Namen? Ich glaube nämlich schon, es gibt auf jeden Fall in der Highschool bessere Spieler als ihn, die nicht so einen Hype haben, weil er halt nicht diesen Status hat, LeBron James so zu sein zum Beispiel. Überhaupt kein Hate, überhaupt nicht. Feiert es, guter Spieler. Und wie es sich entwickeln wird, werden wir sehen. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Bye.